Ah, jetzt ist also auch der DAX im Keller. Dann dauert's ja nicht mehr lang bis zur nächsten Wirtschaftskrise. Und wenn die kommt, dann kommen auch sicher wieder die Rufe nach Wachstum. 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 Komisch, dass es immer die gleichen sind, die Wachstum als Allheilmittel ansehen. Die Politiker und allen voran Wirtschaftsbosse und Banker. Wachstum. Wachstum. Wachsen. Wachstum. Wachstum. Beim Ackermann hat das ja funktioniert mit dem Wachstum. 2006 hat die Deutsche Bank über 5 Milliarden Gewinn gemacht. Dieses Jahr wollen sie noch 1 Milliarde mehr einnehmen. Und er selbst? Über 9 Millionen verdient. Allein im letzten Jahr. Ja, bei dem ist Wachstum angekommen. Und auch Politiker wechseln immer öfter dahin, wo das Wachstum ist, in die Wirtschaft. Und bei mir? Die Bruttolöhne. Seit 2000 um fast 3% gesunken. Dafür wird alles teurer. Wohnung, Essen, Benzin. Vor 10 Jahren, da hat 1 Liter Super noch 1 Euro gekostet. Bei mir wächst höchstens der Dispo. Ganz schön ungerecht. Ja, und die Umwelt, die geht auch den Bach runter. Ist ja auch logisch, wenn alles immer größer, schneller, lauter werden muss. Boah, sieht ja gruselig aus. Was dann? Nur Wachstum, wie es die da oben fordern, kann es ja echt nicht sein. Und wenn schon, dann will ich endlich auch mal was davon abbekommen.